Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Ich bin der Baumer und ich bin schon mal wieder ein Stückchen vorgelaufen nach dem Speichern. Wir müssen eigentlich da lang, aber weil ich der Baumer bin, gehe ich nochmal zurück und guck, ob wir da noch was finden. Zum Beispiel diese Box dort. Was macht denn die da? Können wir die uns krallen? Hallo? Komm mal bitte her, Box. Das ist mein Amazon-Paket. Hey, hey. Das ist voll gemein, dass ich das nicht mitnehmen kann. Muss mich beschweren. Okay, dann schreibe ich jetzt meinen Kontostand hier rein. Ist dann wohl der sicherer als bei der Bank. Wieso ist denn hier verschlossen? Ey. Ey, das ist... Ey. Oh. Ja, überbrücken. Ja, gerne. Dafür habe ich die Dinger ja. So, mach auf. Mache uff. Haben wir was Tolles drin? Hier muss was Tolles drin sein, wenn man das... Sehr viel Lasermunition. Okay. Boah, Plasma-Muni und jemand zum Zerstampfen. Wie schön. Okay, okay. Ein kleines Vorratslager. Das ist gut, denn munitionstechnisch geht es mir gerade ein bisschen schlecht. Wit, Ficky Facky Fruchteis ist auch da? Schon lange? Hab ich es so gesehen? Hallo YouTube, sagt der Twitch-Fan. Wie paradox die Welt doch ist. Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag. Ich hab jetzt einen Ohrwurm. Danke, liebe Twitch-Leute. Das muss sich ja nicht alles reimen. Wo sind wir denn hier? Wie schwer? Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Gekohlten Eisen. Eisen, Eisen, Puppeisen. Was bist du denn? Schlüssel! Yeah! Wow! Das muss der Schlüssel sein, Isaac. Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern. Vergiss aber nicht, den Sender vorher anzubringen. Ich habe noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen. Alles schien anzufangen, als sie den Marker aus dem Planeten holten. Weiß Gott, wie lange der schon da unten war. Bäumchen, hast du B-Day? Nein, ich habe heute nicht Butzeltag, lieber Dandare. Aber der Kanal von der Schubladentrollen hat heute Geburtstag. Den musst du dir mal angucken, da hat sich was geändert. Aber es soll eine Überraschung werden. Ich glaube, du weißt es schon. Ja, yeah, ja, yeah, moin. Knoten. Jo. Sehr geil. Wir haben ja gerade einen ausgegeben und jetzt haben wir einen wiedergekriegt. Das ist immer gut. Stromausfall, weiß doch jeder, ist gut. Weil, wenn der Strom aus ist, dann sehen die Monster uns nicht mehr. Muss ich jetzt wieder zurückgehen? Ist es das? Holy shit. Ich habe so ein dezentes, ich habe keinen Bock mehr Gefühl. Karatas, du warst das. Na gut. Heute ist Geburtstag. Hallo? Silber! Was? Wie bitte? Seid doch mal alle bitte kurz. Bitte nicht. Na Baume, bin vielleicht eine halbe Stunde da. Schreib nicht viel. Nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Ja, wie wäre das mit den Leuten hier? Die sind auch nicht mehr benutzt, also nicht mehr benutzbar. Soll ich die recyceln? Können wir da irgendwie etwas Leckeres draus machen, wie zum Beispiel Ficky Ficky Frucht halt? Wenn ich mich bewege, würde ich heute thermologische Reaktion einsetzen. Und das hier alles in Rauch und Feuer verpuffen würde. Das geht mir ähnlich. Ich versuche nicht sehr viel mehr zu bewegen als meine Fingerkuppen. War da grad? Denkst du, ich höre dich nicht? Du kleiner Haufen abgetriebenes Gewebe! Verrecke bitte! Ja, Feuer! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Heute ist Geburtstag. Aber nicht deiner. Wo geht's lang? Da lang. Oh Mann, ey. Alles schön gammelig hier. Boah. So, wollen wir wieder hochfahren? Oh, warum wollen wir nicht hochfahren? Ich würde so gern wieder nach oben fahren. Und diese blutigen Handabdrücke. Das ist alles ganz toll. Super toll. Das ganze Spiel ist toll. Ich mag das Spiel. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Verdammt. Wie lange geht denn das jetzt schon?
Sagen wir mal, jetzt noch 20 Minuten. Ja, okay, 20 Minuten noch für die YouTuber. Sollte passen. Oder? 25. Komm, wir machen 25 draus. Was soll's? Es sollen ja einfach nur keine 2-Stunden-Videos werden. Da verliert man dann doch recht schnell den Überblick und ist es ein bisschen schwierig, sich da durchzuklicken. So, hier haben wir ja zum Glück schon ein bisschen aufgeräumt. Hier war es ja ganz besonders eklig. Boah, ey. Diese wunderbar schmatzenden Geräusche, die hier alles macht. Holy moly, wer bist du denn? Ich helfe dir. Warte, pass auf, halt still. Das sieht gleich viel besser aus, yo. So, so bist du wieder vorzeigbar. Gleich nochmal speichern. Jetzt noch 24 Minuten circa. Alles klar, dann machen wir noch 24 Minuten circa. Der Karazas weiß Bescheid. Du hast aber wunderschöne Lungenflügel. Wo hast denn die her? Ja, ey. Da könnt ja meine Schwester richtig neidisch werden. Ne? Komm halt her, komm. Komm, gut, 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 gut. Dankeschön. Sollten wir hier noch irgendwas erschießen, bevor wir anfangen loszufahren? Das sieht alles nicht sehr verlockend aus. Vor allen Dingen diese kleinen Fleischbäume, die hier wachsen. Ich finde ja Fleischbäume prinzipiell lustig. Wenn sie einen nicht irgendwie jedes Mal umbringen wollen würden. Oh ja, genau. Weil da wächst halt was einfach raus. Warum auch nicht? Moderne Kunst oder so. Lebende Kunst. Hungrige Kunst. Schön. Oh ja, noch einer. Nachgeschissen. Oh, da ist noch einer. Oh fuck, wieso treffen die mich? Wo ist der nächste? So, die zerplatzen schon von alleine. Das passt schon. Wo ist das nächste Ding? Du da! Was sind das für komische Rattenpföten? Hä? Achso, der hat jetzt Splash gemacht, weil er hat sich selbst gepufft. Puff. Tuff, tuff, tuff. Wir fahren in den Puff. Ey, guck mal, was passiert denn, wenn ich... Ach, guck, die hätte ich... Ah, da hätte ich Munition sparen können. Ich sollte mehr mit dem Chinesen-Modul arbeiten. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Hallo, kannst bitte... Können wir aufmachen? Können wir uns entscheiden, das Ding zu öffnen? Isaac? Meine Al... Bist du das wirklich? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Oh. Ich kann nicht schießen. Ich trau dir keinen Meter. Du bist doch gar nicht echt. Ich so, was, was? Ich meine, dass sie nicht echt ist, ist das... Ich, ehrlich, wer soll denn hier... Hallo? Das geht doch gar nicht. Aber auch wenn sie nicht echt ist, vielleicht will sie uns ja trotzdem helfen. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Wie kannst du das? Wieso kann ich das nicht gucken? Oh, mittlerweile sieht der Anzug schon echt toll aus. Mach den Arm ab! Mach den Arm ab! Sehr schön. Das juckt sie nicht, die Bohne. Hat sie gar nicht mitgekriegt, hä? Der nächste kommt bei mir, oder? Könntest du bitte... Bitte draufgehen! Dankeschön. Was? Nein, er lebt immer noch. Da ist das Knie weg, sehr schön. Hast du Muni gedroppt? Das wäre total praktisch, wenn ich die kriegen würde. Oh, so ein Arm ist auch eine gute Waffe. Warte mal, wann kommt denn der nächste? Pepper! Holy shit! Mann, ey! Lass die Alte in Ruhe. Wo ist der nächste? Oh Gott, wir haben fast keine Munition mehr. Warum? Heute? Warum sagt mir das keiner? Copperhead, ich hab's bei Twitch, bei Twitter, bei Facebook, bei Google+. Alter,
Alter, Alter, Alter. Das ist too much. Wie soll ich denn das alles auf einmal managen? Anscheinend geht es ganz gut. Oh, guck mal, wir sehen ihr Leben. Das fällt mir jetzt erst auf. Ihr Leben hat sich verändert. Oh Gott, wie viele kommen als nächstes? Hast du eine Arschruhe? Ich werde einen Weg finden. Springen, ich fange dich. Ich habe ein Chinesemodul. Ich könnte dich einfach... einfach... Na gut, wenn du das sagst. Ich traue dir trotzdem nicht. Oh, guck mal, wie ich hier aufräumen kann. Ich traue dir nicht. Ich meine, ich weiß, dass das unsere Freundin/Frau ist oder was auch immer. Die war ja am Anfang auf dem Überwachungsband zu sehen oder auf der Nachricht, die wir uns immer wieder angeschaut haben. Aber die kann doch unmöglich überlebt haben. Ach übrigens, by the way, hallo Copperhead. Jetzt nochmal vernünftig. Ich hab's versucht, überall breit zu treten. Man kann doch irgendwie einstellen, dass man eine E-Mail kriegt. Vielleicht hat auch Twitch gesponnen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt nicht. SOS-Sender. Isaac, hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Hammond. In dem Zustand, in dem er war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Hab doch gerade einen Fehler zugegeben. Was? Wo? Wie? Was? Wo? Wie? Ah ja, okay, bin selbst schuld. Notify war bei dir nicht an. Ah, das habe ich gar nicht gelesen. 42 Grad, 38 Grad. Hört auf, sowas in den Chat zu schreiben. Das gehört sich nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viel zu warm es hier gerade ist. Halbleiter Rubin. Oh, können wir den bitte vor Höhe kommen? Oh, ich will hier nicht irgendwas liegen lassen. Das ist doch gemein. Können wir dich nachladen? Ist jetzt wieder Platz im Inventar? Ja, ist es. Gut, dann können wir dich jetzt mitnehmen. Du bist nämlich... Was? Was? Der Anzug Level 4 und mein Inventar ist... Was können wir weghauen? Was können wir weghauen? Was bringt am wenigsten Geld? Was können wir weghauen? Was bringt am wenigsten Geld? Das bringt alles ganz viel Geld. Ich werf doch nicht die Plasma-Cutter-Munition weg. Oder das Medikit. Wissen das? Das bringt nicht so viel. Das bringt nicht so viel. Okay, du kommst weg. Warte, hä? Auswählen? Entfernen. Super. Yes, ja. Okay, ich komme wieder. Ich komme wieder und werde dich mitnehmen. Aber nun muss ich. Nee, ich komme nicht wieder. Das hier war eine Sackgasse. Okay, gut, ich werd den ganzen Mist verschoppen. Baume, Bartüberfall! Ja, die, später. Ich muss jetzt zocken. Keine Zeit für einen Bartüberfall. Oh ja, kommt einfach nochmal angesprungen, wisst ihr? Das ist so nicht schon nervig genug. Weil, wisst ihr was? Du kriegst. Dem hier! Oh, fucking shit. Kann ich mal bitte... Das Ding ist zu sperrig. Alter, was ist denn so schwer daran, immer ordnungsgemäß was zu treffen? Inge! Ich fahr doch nicht nochmal zurück. Den Spießrutenlauf gebe ich mir nicht. Nö. Oh Gott. Den Spießrutenlauf gebe ich mich nicht nochmal. Das nehme ich aber trotzdem mit. Heute ist Geburtstag. Heute ist fick dich! Fucking holy shit ting moly. Oh wow. Hiya! Was hast denn du da? Ich glaube, das darf ich auf YouTube nicht zeigen. Aber auf Twitch ist okay.
Gegnern der Klasse A ist stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Ja, ich verstehe. Meine Sicherheitsausrüstung ist das Blut meiner Feinde. Schweinshaarbürste? Was wollt ihr denn alles euren Bärten antun? Ich will echt ein bisschen sparsamer mit der Plasma-Katamuni umgehen. Siehste, zwei Schuss hat gereicht. Sehr sparsam. Oh mein Gott, das waren die Korea-Reflexe. Holy shit. Ich habe Zugang zum Aufzug. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihnen geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Spielefreak schreibt gerade, Baume, ich glaube, die Klingen von den Viechern kann man tatsächlich als Waffe verwenden. Das glaube ich auch. Also nicht nur, weil sie so aussehen und weil das auch vor allen Dingen so hält wie Speere, sondern im dritten Teil wurde das sogar als Gameplay-Element eingebracht. Das weiß ich noch, das habe ich gesehen. Da haben die einen durch so einen Schlauch geführt, wo es einem einfach an Munition komplett ausging und dann musste man mit Gliedmaßen um sich schießen. Das war echt nicht schlecht. Erst schießt du so einem Typen den Arm ab und dann jagst du ihm den eigenen Arm wieder ins Gesicht und dann fragst du ihn immer wieder, warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? So in etwa war das. Damals noch. Ach, das waren Zeiten. Da hatte ich noch keinen Schiss zu sterben, weil ich nur zugeguckt habe. So, ich weiß, unserem Leben geht's nicht allzu gut, aber alles wird sich ändern, wenn ich groß bin. Nein, wir brauchen auf jeden Fall einen Anzug Level 4. Wie viel kostet der? Der kostet irre viel. Ich werde alles verkaufen, was ich habe, um mir den zu holen. Ja. Wir haben mittlerweile vernünftig viel Plasma-Energie. Wir haben sehr viel Laser-Munition, das ist auch nicht schlecht. Wie viel muss ich verhökern, damit der Papa heute glücklich wird? Der kostet 35.000. Holy fucking shit, da muss ich viel verhökern für. So viel muss ich dafür gar nicht mehr verhökern, merke ich gerade. Altitei. Ja, nah dran, nah dran. Da drück ich vor Schreck gleich B. Da ist es! Anzug Level 4! Anzug Level 4! Na, jetzt drück endlich rauf, du torfige Torfnase! Ja! Ja, ja. Mach dich hübsch, mein kleiner Isaac. Da ist noch nicht genug Geschnodder an deinem Anzug. Alter, die Schuhe. Was für ein scharfer Typ. Ja, das reicht. Ich meine, wenn man hier mal den Helm anguckt, der sieht noch ein bisschen aus wie Big Daddy, aber das hier ist so, siehst du, der sieht wirklich ein bisschen wie ein Big Daddy aus. Aber der hier sieht aus wie so... Kommt schon, Leute, werft mir mehr Feinde entgegen. Nein, bitte tut's nicht. Bitte tut's nicht. Boah, ich sehe aus, ey. Als ob man lauter kleine Lego-Steinchen an mir festmachen könnte. So, dann will ich mir nochmal die Werkbank angucken. Oh, ist das ein schmucker Mann? Lass dich mal anschauen, komm. Heute ich Geburtstag. Alter Schwede. Pass auf, dass du damit schon von ihm bleibst. So. Wollen wir das Impulsgewehr ein bisschen besser machen? Und alles in mir ruft: Nein! 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 Mach's nicht mehr! Nein! Plasma Cutter ist Beste. Bleibt bei Plasma Cutter. Komm, wir können hier drei Punkte reinstecken, dann haben wir immer noch einen Knotenpunkt übrig. Sollten wir eine verschlossene Tür finden, dann werde ich hier noch die drei Punkte investieren. Yeah. Dann tanken wir uns ein bisschen. Da wird überhaupt nicht lange diskutiert. Zack! Und wir haben gleich volles Leben gekriegt. Und guck doch mal, wie schön das jetzt zusammenpasst. Da können wir nochmal speichern gehen. Oh, ist mein Rücken nass gerade.
Mit Lego-Teilchen am Körper wärst du unbesiegbar. Gut möglich, Silberdorn. Wahrscheinlich wären die Necromorphs so verwirrt, weil ich so bunt und lustig aussehe, dass sie glattweg denken, ich wäre Ronald McDonald. Und jeder weiß, was für eine böse Kreatur Ronald McDonald ist. Die hätten wahnsinnig Schiss vor mir. Keiner hat so viele Kinder auf dem Gewissen wie Ronald McDonald, außer vielleicht Taschentücher. Ja, der braucht eine Weile. Ja, mach es! Jetzt noch 10 Minuten circa. Lapper? Was ist denn Lapper? Ah, ich sehe nichts. Ich gehe mal wieder ein Stück zurück. Ich glaube, holy. Voll gut, wenn man nichts sieht. Oh, fuck. Ja, was willst du hier? Du hast wohl den Schuss nicht gehört. Hahaha. Plasma Cutter. Wir fischen quasi das, was wir in die Reihen jagen, wieder aus ihnen raus. Das finde ich toll. Könnte man damit vielleicht ein Wirtschaftszweig eröffnen? Man ballert die ganze Zeit auf Necromorphs und es kommt mehr Plasma Cutter Munition bei raus, als man reinsteckt. Das wäre noch Töfte. Ich schwitze gerade sogar unter den Nägeln. Vampire Jesse, ich irgendwie auch. Jetzt, wo du es sagst. Es fühlt sich ganz komisch an. Ah ja, ich kombiniere, das ist wieder einer dieser Videospielmomente, da müssen Körperteile rein. Nummer 1, das passt schon. Auch Körperteile machen Strom. Hopp, da ist uns eins verloren gegangen, na gut. Hier hat echt jemand Hände gesammelt, das ist ja lustig. Genau, du kommst da noch rein. Du kommst da noch rein. Das wird schon, das wird schon. Irgendwie kriegen wir das hin. Jeder kennt doch das elektrisierende Gefühl, wenn eine kalte Hand von hinten berührt. Huch! Carter 00710. Carter, herzlich willkommen in der bärtigen Runde. Vielen Dank für dein Follow. Jeden Montag 19 Uhr ist Horrormontag bei mir, es sei denn, es passiert sowas wie Gronkh hat keinen Bock zu streamen. Dann denke ich mir einfach mal, ey, überhaupt nicht mehr zu tun am Freitag für mich. The Corrupt X86. 68, so wow, ja. Ich hoffe, es geht dir noch gut und du bist bei fitter Gesundheit, dass du mir hier nicht kaputt gehst, wenn du dich erschreckst, du alter Mensch. Ja, vielen Dank für dein Follow. So, der Plan hat irgendwie nicht funktioniert, habe ich das Gefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Hände funktionieren einfach nicht. Das ist voll gemein. Ich soll da echt runter, das ist nicht gut. Es gab da hinten noch was zu sammeln, da bin ich mir sicher. Ich gehe nochmal zurück. Also nur weil man hier nichts sieht, heißt es ja nicht, dass hier nichts ist. Auch wenn hier vielleicht nur Dinge sind, die mich töten wollen. Oder halt eben sowas. Hier können wir auch mal wieder nachladen. Lang ist es her. Holy moly, wie war das mit dem Töten? Ab mit dem Bein, dankeschön. Und die Rübe gleich hinterher. Da macht er den übelsten Tripwalk zur Seite weg, danke. Logbuch des Verarbeitungs- Alter, was hab ich denn hier alles? Das hier wird mein letzter Eintrag sein. Fußball. Ich habe gesehen, was sie mit den Leichen machen, was aus ihnen wird. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Wenn ich keine Gliedmaßen mehr habe, kann ich wenigstens niemanden mehr töten, wenn ich infiziert bin. Das denkst du? Bitte sagen Sie Dawn und den Kindern, dass ich sie liebe. Oh Gott! Noch einer! Noch einer! Oh, warum nimmst du das denn auf? Warum nimmst du das denn auf? Warum nimmst du denn auf, wie du dir die Beine weghackst? Alter, du... Sehr nett von dir, danke. Da muss ich das nicht machen. Aber... boah, Alter. Flieg und Sieg. Kranker Dude. Boah, fucking shit. Ich muss Zeug verkaufen. Habe ich einen Follow verpasst? Was? Wer? Wo?
Dann defollow den Baume und follow wieder. Wer? Wo? Was? Wo? Spielefreak! Spielefreak, hast du irgendwie gerade die Allots verarscht? Wie ist denn das passiert? Wie hast du denn das gerade gemacht? Vielen Dank für dein Follow, Spielefreak. Herzlich willkommen in der bärtigen Runde. Du kriegst auch noch 2 cm Bart geschenkt. Nicht schlecht. Jetzt können hier alle nochmal defollowen und neu followen, oder was? Haben wir jetzt einen Bug gefunden? Mann, ey, ich nenne meinen Kanal um in Bugwerk, das passt viel besser. Ja, das Stase-Pack kann weg. Nicht nur, weil es sich reimt, sondern weil es auch sich reimt. Ich bin ein Hacker. Ja, das bist du, Spielefreak. Irgendwie hast du es gehackt. Oh, die Laserkanone. Ich traue mich gar nicht richtig, die zu benutzen. Aber ich denke mal, 8 Schuss und 4 sind drin. Das dürfte reichen. Der Baum, am besten ist der Anzug, nachdem du das Spiel beendet hast. Ja, das hat sie ja bei YouTube geschrieben, aber das habe ich nicht ganz verstanden, Digga Mann. Muss ich den Anzug denn dann irgendwie... Da muss ich nochmal von vorne anfangen, das Spiel zu spielen und dann habe ich gleich den besten Anzug? War es das? Braucht aber eine ganze Weile, bis man den ersten Shop findet. Oh, guck, hier ist noch eine Hand. Die hat uns gefehlt. Sonst, ja, ist ja klar, dass wir da keinen Strom rankriegen. Heute ist Geburtstag. Heute ist... Ich habe so einen verfickten Ohrwurm, ey. Holy moly, das ist aber... Das habe ich nicht bestellt. Das gibt's doch nicht mal bei Amazon zur Auswahl. Ja, hallo? Machen wir das halt eben so. Ja, bitte. Oh, ey, mir wird ganz nass ums Herz. Es ist so warm, gefühlte 100 Grad. Hier ist noch eine Workbank. Tja, Karazas, das scheint nicht geklappt zu haben. Aber den Bart hat er gekriegt, aber der Allard kam nicht rein. Ach, wir haben ja nur einen Knoten. Nö. Den werde ich mal schön behalten. Holy shit! Du saftiger Sack! Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Sondersgleichen. So geht man nicht mit Kunden um. Piu! Alter. Mein Rücken tut weh vor Aufregung. Ich weiß, ich muss den Fahrstuhl da hinten nehmen, aber guck mal, der funktioniert doch auch ganz gut. Dann nehmen wir den mal. Ach, das geht noch nicht. Hä? Ja, aber wenn ich hier nicht rein soll... Warte mal, ich habe das Gefühl, das Spiel... Sender anbringen... und Gravitationsstrahlen zerstören. Routen? Was ist denn die Route, die ich jetzt quasi brauche, die mich hier durchführt? Keine. Die sagen alle, ich soll zurückgehen. Ich gehe trotzdem hier rein. Du hast dich doch gerade noch bewegt. Das habe ich doch genau gesehen. Du siehst auch ein bisschen anders aus als die anderen. Holy shit, was ist hier passiert? Ach so, das Fenster ist aufgegangen. Na gut, es geht ja noch. Ach, schau an, so funktioniert das. Die haben sich hier irgendwie so ein Asteroid rangezogen und farmen den jetzt ab. Baume, cut. Stimmt. Kann man hier irgendwo speichern, dann können wir hier cutten. Komm, wir nehmen noch das Ding mit. Heute ist Geburtstag. Zack. Ich grase hier noch alles ab und dann machen wir den Cut für YouTube. Und ja, Nigemann, ich hab's gelesen. Ich kann noch ein neues Spiel starten. Das lese ich gleich nochmal vor, oder? Du kannst noch ein neues Spiel starten mit aufgerüsteten Cutter. Deine Sachen behältst du und den Anzug musst du im Shop kaufen. Gut, gut. Das klingt, als ob das Spiel so ein Pseudo-Wiederspielwert hat. Alter.
Aber ich glaube, die Story bleibt die gleiche, nur die Ausrüstung wird sich verbessern und die Gegner sind dann wahrscheinlich fieser. Liegt hier noch irgendwas rum zum Anhören oder so? Ein Knopf zum Drücken? Gut. Mit diesem wunderschönen... Ja, ich weiß, ich muss zurück. Mit diesem wunderschönen Anblick möchte ich mich von den YouTubern verabschieden. Wir machen jetzt wieder ein kleines Päuschen und hören uns ein bisschen Musik an, damit mir dieses heute ist Geburtstag endlich aus dem Kopf geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Cheerio.